Hey Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon X und Y Wi-Fi Battle heute gegen den Simon. Den kennt ihr noch aus einem vergangenen Part. Ich glaube Folge 18 war das oder so. Müsst ihr nochmal anschauen, wenn ihr nicht kennt. Jedenfalls bringe ich heute mal ein kleines underrated Pokémon Team an den Start. Naja, so ein bisschen. Jedenfalls, bevor es anfängt, ich möchte mich erstmal bei euch bedanken, liebe Freunde, dass, das habe ich vielleicht noch gar nicht erwähnt, dass ihr meine einwöchige Pause gut aufgenommen habt. Da gab es so viele Leute, die gesagt haben, ja, ich verstehe das mit Schule und so. Finde ich awesome. Das zeigt definitiv, dass ihr mich unterstützt und das finde ich einfach klasse, Freunde. So, ihr seht es vielleicht mir ein bisschen an, ich bin heute ein bisschen müde. Ich hatte heute 9 Stunden Schule und musste gleich schnell los zur Fahrschule. Aber ich wollte also noch unbedingt mal heute für euch ein paar Pokémon-Battles aufnehmen und darum machen wir das jetzt. So, springen wir zur Teamanalyse. Mein Gegner bringt, heute fange ich mal mit dem Gegnerteam an, ein Roserade, ein Donphan, ein Smogmog, außerdem auf das Pokémon übrigens, Meistergriff, Flunkiefer, Mega Flunkiefer und Quajutsu. Also ein bisschen Overuse auf seiner Seite. Smogmog ist zwar nicht gerade so im hohen Tier bis jetzt immer gewesen, aber doch eine physisch defensive Wurzel, also kann schon mal eine Gefahr werden. Ebenso wie Meistergriff und Quajutsu. Eigentlich alles in seinem Team kann eine Gefahr werden, aber naja, gut. Mein Team, heute was ganz Spezielles und zwar Blitzer als Lead mit Life Orb und Voltwechsel, ne? Dann Meganie. Meganie ein unglaublich unterschätztes Pokémon, aber es wird in diesem Kampf unglaubliche Arbeit leisten, Leute. Seid dessen gewiss, ein physisch defensives, by the way, als absoluter Supporter. Mein Stalobor als offensiver Spinner. Mein Lavados als spezialdefensiver Verteidiger. Total geil, das glauben viele Leute geil, dass man das Ding überhaupt defensiv spielen kann, wenn nur offensiv. Nein, Lavados ist ein super defensives Pokémon, das werdet ihr im Kampf aber auch noch sehen. Ein Kingler mit Focus Code und Agilität. Und ein Wailord mit Walschall. Das kennt ihr aber, glaube ich, schon aus dem Battle gegen Noodle HD, diesem Höhlenbattle. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mit dem Kampf. So, ich glaube, ihr seht vielleicht die Kamera im Hintergrund. Naja, vielleicht schneide ich es auch raus. Wir werden sehen. Also ich bin mal gespannt, mit so underrated Pokémon zu spielen ist ja genau mein Ding. Blitzer ist bei der Way auch nicht mehr im Overuse, so wie früher, was ich schon ein bisschen OP finde, das Ding im Underuse zu sehen. Aber naja, meiner Meinung nach ist Blitzer noch ein richtig gutes Pokémon. So, mit Quajutsu habe ich das beste Matchup bekommen. Er wechselt aus in seinen Meistergriff. Hatte er einen Donphan dabei? Ne, er hatte keinen Donphan dabei, oder? So, nein, nein, ich glaube nicht. Jedenfalls, ich glaube, er hatte keinen Donphan. Ich wieder raus mit dem Volt Switch. Und zwar auf meinen Phoenix, auf meinen Lavados. Und glaubt mir, Phoenix, also mein Lavados wird ordentlich Arbeit machen in diesem Kampf. Er wächst raus, ich gehe natürlich nicht auf ihr Licht, weil ich Angst hatte, dass dieses Meistergriff eventuell, wie heißt das? Adrenalin haben könnte. Gehe also direkt auf den Luftschild, der macht fast die Hälfte. Und jetzt kommt ein Surfer. Und ich dachte mir, ich bin auf Maximum Spätzle für diesen Lavados. Ich kann einen Surfer locker aushalten und mal ein bisschen Schaden kloppen. Und später mal eine Gelegenheit nutzt, um mich mit Ruhe auch wieder hochzuhalten. Ich überlebe es relativ gut. Natürlich macht es über die Hälfte, aber trotzdem. Ich mache noch einen Luftschild. Das Ding ist wieder fast kaputt. Naja, nicht ganz. Also muss ich rauswechseln auf mein HSOWA. Auf meine Hot Skitty on Wildout Action. Ja, ich weiß. Es heißt genauso wie das von dem Miefi. Aber ich fand den Namen einfach so geil, Mann. Super. Natürlich, dass er vertrifft und mit dem Walschall bin ich leider trotzdem nicht schneller. Darum kann ich meine Fontränen leider jetzt vergessen. Wegen dem niedrigen KP. Und die Käfer hat ziemlich viel Schaden gemacht, muss ich sagen. Naja. By the way, mit Meistergriff, das wollte ich mal kurz ansprechen. Das Ding kann zwar Iron Fist haben, also Eisenfaust, das Tempo-Hieb und sowas verstärkt. Wovon auch viele Leute ausgehen, wenn sie den Heißorb nicht auf den Ding sehen. Aber ich spiele meins mit Offensivweste und Adrenalin trotzdem, weil es einfach dann so ein Überraschungseffekt ist, wenn man das Ding verbrennt und anstatt es schwächer zu machen, nur noch stärker macht. Aber gut. Hier habe ich vorhin den Switch auf Roserade predicted und habe einen Eisstrahl gedrückt. Roserade hat eine sehr, sehr gute Spätzle, insofern leider hat das nicht so den Schaden gemacht. Wechsel also raus auf meinen speziellen Hardcounter, meinen Lavados, dass ich, auch wenn ich vergiftet bin, das ist mir relativ egal, denn erstmal habe ich jetzt eine gute Möglichkeit, mich gleich mit Ruhrort hochzuheilen. Und zweitens habe ich noch meinen Meganie im Team, dass die Aroma cool führt, das heißt, die Vergiftung kann ich später noch schön wegheilen. Ach, er hatte Doktorm von dem Team, genau. Ja, ich war gerade ein bisschen irritiert. Naja, gut. Ruheort kommt. Ich heile mich hoch. Hab jetzt überlegt, was könnte mir dieses Donphan anhaben. Ein Eissplitter wäre kein Schaden. Und naja, ich bin halt ein spezielles Pokémon. Ich würde deutlich mehr Schaden in Donphan machen. Allerdings könnte es die Steinkante führen.
Darum bin ich jetzt mal rausgegangen, weil ich dachte mir, warum würde der Domfan reinschicken? Hat bestimmt eine Steinkante drauf. Wechsel meine physische Wall, meine Meganie. Es kommt der Eisschwert. Ich dachte mir so, scheiße. Aber das war nur ein Eisschwitter von dem Donphan und ein fucking defensives Meganie. Das hat 30 KP abgezogen, die ich noch schön mit den Lefties wieder hochheile. Kann jetzt die Aromakur rausbringen und locker mein Lavados von dem Gift befreien. Ja, er nutzt jetzt die Chance, um seine Tarnsteine rauszubringen. Guter Spielzug von ihm, aber ich habe ja noch meinen Spinner dabei, mein Stabobor. Ich muss einfach nur die Gelegenheit wahrnehmen, um es mal rauszubringen. Aber na gut, so. Ich wechsle wieder raus. Ich wechsle jetzt schon auf Stalobor, ich weiß es nicht. Ja, ich wechsle jetzt schon auf Stalobor. Habe ich den Ballon auf dem Ding? Kann sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, erstmal Überbrückung, klar, klar. Ja, ich habe den Luftballon. Er wechselt aus. Gott sei Dank, wäre jetzt auf den Eisschwitter gegangen, hätte er mich gleich mit dem Erdbeben angreifen können. War relativ riskant gespielt von mir. Er wechselt den Flunkiefer. Macht den Bedroher. Ich krieg zwar einen Angriffsdrop, aber kann trotzdem gleich locker den Turbo-Dreher rausbringen. Er wechselt also wieder aus. Vielleicht wollte er den Bedroher noch ein bisschen behalten. Wechselt raus in Plop. Das ist ein Smogmog und will damit das Erdbeben fangen. Aber ich war natürlich erstmal den Turbodreher, um die Steinchen von meiner Seite zu fegen, weil Steinchen mit Lavados im Team, na, ist nicht so genial. So, Smogmog, wie gesagt, physisch-defensive, absolute defensive, physisch-defensive Wand. Mein Gott, Deutsch ist halt echt meine Sprache. Ich wechsle wieder raus in HSOWA, denn auch wenn die Vorträge nicht mehr so stark ist, ich könnte gleich einen sehr effektiven Surfer raushauen, aber er hat meinen Switchout wunderbar predicted und hat das den Donnerblitz gedrückt. Und damit geht Violet leider wieder auf die Bretter. Naja, ich wechsle wieder einen Blitzer, denn jetzt ein Voltwechsel würde immensen Schaden an diesem Smogmog machen. Denn mit Life Orb, muss man sagen, macht das deutlich mehr Schaden, als die meisten denken. Er wechselt aus dem Donphan, hat das gut predicted. Allerdings habe ich den Switch auch predicted, da ich wusste, dass das Donphan noch im Team war. Macht den Spukball, der macht fast die Hälfte. Er denkt jetzt, ja, ich kann nur guten Erdbeben rausbringen. Kann er leider nicht, denn ich habe noch die Kraftreserve Eis auf meinem Blitzer. Und kann damit das Donphan besiegen. Gut, das ist wirklich sehr gut, dass das passiert ist, denn jetzt kann er schon mal keine weiteren Tarnsteine rausbringen. Gut, da kommt wieder Flunkiefer rein. Und vor Flunkiefer habe ich echt einen Respekt. Ich habe auch Angst, ich glaube, ich gehe jetzt auch gar nicht auf den Voltwechsel. Ja, ich mache keinen Voltwechsel, weil ich Angst vor dem Tiefschlag gehabt habe. Wechsle jetzt also wieder raus in mein Meganie. Und Leute, ich glaube, jetzt beginnt der Teil, wo ich richtig stolz werde auf Meganie. Seid gespannt. So, erstmal geht eine Mega vor. Natürlich, was Flunkiefer nun mal seit der 6. Gen so macht. Und er hat allerdings meinen Switch auch wunderbar predicted und geht auf den Schwerttanz und ich dachte mir so, oh fuck, wenn Flunkiefer einmal einen Schwerttanz raushaut, dann könnt ihr euch auch was gefasst machen. Mit Kraftkoloss ist das schon ziemlich brutal. Ich mache erstmal die Egelsamen, um das Ding ein bisschen abzufucken, ein bisschen KP zu generieren, denn ich habe jetzt einen Plan und er geht auf den zweiten Schwerttanz. Da dachte ich mir, oh nein, scheiße, wie soll ich das noch überleben? Denn ein Plus 4 Mega Flunkiefer, das ist das O-Code so fast alles. So, dann habe ich jetzt mal die Chance genutzt, den Reflektor rauszubringen. Muss den Schaden, den mir dieses Ding machen kann, nochmal so gut wie möglich dezimieren. Und jetzt kommt der Eisenschädel, Leute. Passt auf, ein Plus 4 Eisenschädel von dem Mega Flunkiefer. Und Meganie steht noch. Es steht noch dank dem Reflektor und dank dem physischen Investment. Meganie wirklich ein absolut wunderbarer defensiver Supporter. Also, Supporter sind meistens defensiv, aber ihr wisst, was ich meine. Kommt über 300 in jedem Verteidigungswert, glaube ich, und hat relativ gute KP. Wunderbar zu benutzen, weiß gar nicht, was viele Leute dagegen haben, ich finde es awesome. Wechsel wieder auf meinen Phoenix und ja, er geht auf den Knuddler und wir werden mal gucken, wie viel das jetzt noch abzieht. Ja, sehr viel, aber wie gesagt, dank dem Reflektor stehe ich noch und dank der Resistenz kann ich jetzt erstmal mich roosten und dann Irrlicht rausbringen. Was mir wunderbar in Händen spielt. Auch, dass ich die Egelsamen rausgebracht habe, ist sehr, sehr gut. Einfach damit ich nochmal auf jeden Fall so viel KP wie möglich raushauen kann. Dass er jetzt den Tiefschlag gedrückt hat, war ein kleiner Fehler seinerseits. Er dachte wohl, ich würde direkt auf den Flammenwurf gehen, um das Ding zu finishen. Habe ich nicht gemacht. Nein, nein, nein. Ich bleibe ganz sicher auf dem Ruheort. Und ich schaffe es gerade ziemlich gut mit der Kombi Meganie und Lavados dieses Mega Flunkiefer auszustollen. Jetzt noch ein Irrlicht, den Angriff nochmal schön halbieren. Wunderbar. Also diese Kombi hat wunderbar funktioniert. Dieses Flunkiefer wird jetzt auch keinen Schaden mehr machen können. Ja, der Knuddler, den stecke ich wunderbar weg. Lavados kontert das Ding gerade ziemlich aus. Grandios. Gib mit. Ich glaube, ich weiß nicht, reichen die Egelsamen, um es zu killen? Nee, es steht noch. Also kann ich gleich nochmal einen Ruheort rausbringen, was absolut wundervoll für mich ist.
Ah ne, egal, genau, es geht jetzt an der Verbrennung kaputt. Schade, egal, ich bin trotzdem noch bei 100 KP. Also diese Combo hat wirklich wunderbar funktioniert, ich hätte es nicht erwartet. Meganie ist ein super Supporter, wie ihr seht. Lavados ebenfalls sehr, sehr gut in der Defensive. Darf man nicht unterschätzen. So, geht auf Paiuzu, ich könnte davon jetzt wahrscheinlich keinen weiteren Surfer überleben. Gehe jetzt wieder in Littlefoot als Kanonenfutter, weil ich mir dachte, ja, komm, ich hatte leider keinen so wirklich sicheren Switch in. Dachte mir so, ja komm, Meganie, du hast wirklich getan, was du solltest. Ich bin richtig stolz auf dich. Aber leider muss ich jetzt auch abdanken. Aber wie gesagt, Meganie, super Pokémon, wird im nächsten Kampf auch nochmal seinen Dienst erweisen. Aber naja, seid gespannt. So, jetzt kommt die Finsteraura, die mich jetzt natürlich besiegen wird. Aber egal, Littlefoot hat seinen Dienst gemacht. Littlefoot übrigens von einem, wer es kennt, ein Land von unserer Zeit. So, und da kommt wieder Fusion Bolt rein, mein Blitzer. Und jetzt kann ich natürlich, wo das Ding jetzt weg ist, das Donphan kann ich wunderbar in Voltwechsel spammen. Es kommt wieder Plopp rein, sein Smogmog. Voltwechsel wird jetzt natürlich immens Schaden machen. Der Blitz hat einen relativ guten Spätzangriff, mit Life Orb macht er gut Schaden. Und Smogmog hat leider echt keine gute Spätzdev. Wechsel raus auf mein Stalobor. Und er dachte sich dann jetzt zwar gleich wahrscheinlich, dass er drin bleibt, ja komm, Schwebe. Oder ich bin einfach eine super defensive Wall. Aber ich habe die Überbrückung. Die Schwebe bringt ihm also rein gar nichts und ich kann gleich einfach ein Erdbeben draufkloppen. Und auch ich, mein Shadow Ball ist nicht auf Max-Angriff, ich habe es auf Max-Initiative. Aber trotzdem, guckt euch das Erdbeben an, es reicht locker. Shadow Ball, ein monströser Angreifer, also wirklich nicht zu unterschätzen, dieses Ding. Nun gut, da kommt wieder sein Food Ninja. Food Ninja, guter Name. Ich wechsle wieder raus, auf was ich jetzt gewechselt habe, weiß ich gerade gar nicht. Auf Kingler, genau, ich wollte, weil Kingler dachte ich mir, ja, du kannst leider auch jetzt nicht so den Job in diesem Kampf machen. Die Kehrtwende kommt, ihr müsst wissen, Kingler hat eine ziemlich gute physische Defensive. Die Kehrtwende kann ich also eigentlich ziemlich gut abfangen. Ich dachte mir dann, boah geil, kann ich da bestimmt nochmal Agilität rausbringen oder so, das wäre richtig cool. Naja, er wächst raus in Roserade. Aber er ist mit Mewtwo rausgegangen, ne? Genau. Also bin ich wahrscheinlich wieder gezwungen auszuwechseln. Ja, ich wechsle aus, kann ich Kingler nochmal behalten, um mir ein bisschen Switch-Initiative gegen Kaiutsu zu sichern. Wieder auf den Hardcounter Lavados. Also sofern das Ding jetzt nicht gerade eine Kraftreserve Stein hat oder so, wird es mein Lavados wirklich nicht viel können. Ich sehe, der Gigasauger macht nichts an Schaden, weil er vierfach resistet und so. Lavados muss ich auch sagen, habe ich bis jetzt auch noch in keinem Kampf enttäuscht, in dem ich es dabei hatte. Meganie auch noch nicht wirklich. Wobei Lavados schon deutlich mehr Nutzen meistens bei mir macht als Meganie. Trotzdem beides super Pokémon. Ich kann es gar nicht oft genug sagen in diesem Kampf. Roserade ist zurückgeschreckt. Und das ist sehr unglücklich, denn jetzt kriegt der zweite Luftschnitt, um es auszuschalten. Das tut mir auch leid bei der Stelle, weil normalerweise bin ich immer derjenige, der die Hex zu spüren bekommt. Meistens jedenfalls. Und naja, so, da kommt wieder der Food Ninja. Und ich dachte mir, komm, ich mach's einfach genau wie gerade. Ich wechsle raus auf mein Kingler, um den Angriff, was auch immer gleich kommt, abzufangen. Gut, kommt ein Surfer, alles klar. Und den kann Kingler deutlich schlechter abfangen als die Kehrtwende, denn Kingler hat echt keine wirklich gute Spätz-Dev. Ich war jetzt ein bisschen verwundert, dass er rauswechselt auf seinen Meistergriff. Das hat mich wirklich überrascht. Dachte mir, boah geil, ich habe eine Agilität rausbekommen. Jetzt ein Kingler-Sweep, das wäre doch mal richtig geil. Dachte ich mir so, boah, jetzt kannst du richtig gut durchrocken. Krabhammer, daneben. 10% Chance, effizient genutzt und ging daneben. Oh, so unnötig. Warum? Aber Leute, dieser Kampf hat noch einen richtig geilen Hex-Part von sich. So, pass auf, dachte mir, komm, Lavados konnte das Ding ziemlich gut aus. Machst jetzt einen Luftschnitt und geht auch daneben. 5%? 5% Chance. Ich habe nachgerechnet, wie groß die Chance war, erst Krabhammer und dann auch noch Luftschnitt zu missen. Wisst ihr, wie groß diese Chance ist? 1%. Die Chance, beides hintereinander zu schaffen, die bei 1%. Und ich habe sie effizient genutzt. Das kann nur Family Let's Play. Macht's nach, Freunde. Das könnt ihr gar nicht. So viel Hexlastig. So viel Hex, wie ich meistens erfahre. Jedenfalls, ich überlebe ganz knapp den Tempo-Hieb, kann mich mit dem Ruhr wieder hochrein. Ihr seht, er kriegt das Lavados leider nicht weg. Mach noch einen Ruhr, denn Meistergriff kann mir herzlich wenig gerade machen. Habe ich den Bollenhelm gerade eigentlich schon weggeklatscht bekommen? Ich glaube schon. Gut. Er versucht nochmal mit dem Eishieb. Aber über den kann Lavados auch wirklich nur schmunzeln. Und weil Ruhr, müsst ihr wissen, der negiert in der Runde den Flugtypen. Das heißt, ich war gerade auch noch resistent gegen den Eishieb. Und mit dem zweiten Luftschnitt kann ich das Meistergriff nur besiegen. Aber Alter, diese 1% Chance, Freunde. Erst Krabhammer Miss und dann Luftschnitt Miss. Genial. So, da ist wieder Kaiutsu. Ich dachte mir, bei den KP kann ich nun ohne Crit auf jeden Fall einen Surfer abfangen.
und das Ding jetzt gleich mit einem Flammenwurf besiegen, denn ich will nicht auf Luftschritt gehen. Ihr habt gerade gesehen, warum. So, Flammenwurf kommt und der reicht natürlich, um das Kreuz zu besiegen. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Kampf, Simon. Ich bedanke mich sehr für das Match. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Megani und Davros, es war mir wirklich wichtig, euch mal die in Aktion zu zeigen, weil das echt cool war, die mal wirklich sowas tun zu sehen, dass die wirklich effizient was getan haben. Finde ich awesome. Ich liebe diese Pokémon. Grandios. Also Leute, wie gesagt, nochmal vielen Dank für das Match, Simon. Wir sehen uns beim nächsten Part. Ich hoffe, euch hat der Kampf gefallen. Wenn er euch gefallen hat, könnt ihr das Video gerne bewerten, einen Daumen hoch geben. Wenn es euch nicht gefallen hat, einfach einen Daumen runter geben. Und ja, Leute, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.